Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Mad Games Tycoon. Und es begrüßt euch die beste Grafik, der beste Soundtrack und das Spiel des Jahres. Der Entwickler, der einiges kann und nie etwas falsch gemacht hat bis jetzt. Code Blue Ink ist am Start. Und ich sehe gerade, neben diesen wunderbaren Awards haben wir freigeschaltet die neue Studiobewertung kleiner Spieleentwickler. Wir sind ein kleiner Spieleentwickler. Ich meine, ich weiß nicht, was wir vorher waren. Aber wir haben hier schon zwei Räume gebaut. Also wir sind jetzt beim dritten Raum schon. Also wir sind schon fast ein großer Spieleentwickler. Wir gehören doch schon zu den Großen. Zumindest sind das unsere Ambitionen. Das sind unsere Ambitionen fürs nächste Jahr. Ein großer Spieleentwickler werden. Und ich sehe gerade, Daily Soft AG ist in den negativen Zahlen. Die sind im Minus. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Wir schauen mal rüber. Und täglich, woran liegt. Oh mein Gott, ich weiß, woran es liegt. Was ist das denn für ein riesiges Soundstudio? Wow. Ja, wir haben ein bisschen investiert. Wir haben ein bisschen investiert. Wir wollten jetzt auch mal ein bisschen in Sound reingehen. Und Sound kostet natürlich. Qualität kostet. Aber wir haben hier wirklich keine Kosten und Mühen gescheut. Und wollen hier wirklich aufs Ganze gehen. Verstehe das. Wenn man fünfmal Hans Zimmer haben will, dann braucht man auch ein entsprechendes Soundstudio. Absolut, absolut. Also hier ging einiges. Der Commander Petey, der ist auch vom Markt gegangen und Spiel des Jahres natürlich auch gewonnen. Es ist großartig. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Aber ich glaube, Monkey Kong, das ist eine Konkurrenz fürs nächste Jahr. Ich weiß nicht, ob die gehören die dazu, weil die hätten wahrscheinlich dazugehört, ne? Ist wahrscheinlich auch ein Plattformer, Monkey Kong. Ja, kann ich mir vorstellen, dass sie dazugehört hätten. Also großartig. Groß, 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 großartig. Deswegen würde ich sagen, wir machen weiter. Ja, Minus mach direkt 300.000. weiter. Es ist, ich habe Angst, dass die Dailysoft AG pleite geht. Aber vielleicht können wir sie auch einfach aufkaufen. Ich finde, wir sollten die Dailysoft einfach aufkaufen. Wir sind unverkäuflich. Wir werden niemals uns herablassen, an die Code Blue Ink abzutreten. Nein, nein. Das sagst du jetzt. Das nächste Spiel wird ein Banger. Das wird ein Banger. Das wird das Spiel des Jahres 1983. So, ich kann jetzt endlich in die Marktforschung reingehen. Ganz entspannt, Marktforschung. Ja, genau. Ich schau mal, was meine Marktforschung gesagt hat. Oha, oha, oha. Also ich sag mal so, eins kann ich dir schon mal spoilern. Ja. Eine Werkstatt wäre nicht verkehrt, wenn du eine baust. Eine Werkstatt wäre nicht verkehrt? Okay. Dann. Das meine ich ganz unironisch. Beim Forschen gucken wir mal, ob wir da vielleicht was anderes machen. Der Kundensupport kostet jetzt was. $2 für einen Anruf müssen meine Fans jetzt leider blättern. Was soll ich tun? Wir machen die Werkstatt. Ich forsche die. Du hast gesagt, Werkstatt ist gefragt. Wir werden dieses Jahr eine Werkstatt an den Start bringen. Ja, das ist das, was die Marktforschung mir gesagt hat. Ja. Und meine Marktforschung hat noch nie gelogen. Denn sie hat auch noch nie gearbeitet. Oh, den stellen wir ein. So, der Man Sound muss leider noch gemacht werden. Für Surf and Turf 3. Erst dann können wir releasen. Ist Surf and Turf 3 denn wirklich das Spiel, was wir jetzt entwickeln wollen, was jetzt kommen soll? Das muss jetzt kommen. Ist es ein Plattformer? Es hat Untergenre, ja, ja. Genau. Mhm. So, und wir veröffentlichen auch unser Add-on. Das gibt einige Punkte wieder. Wir lernen eine Menge dazu. Und es ist eine, ja, immerhin eine 86 geworden. Auch die 86er-Wertung. Gehen hier mit Nintendo und was bekommen wir? Wir bekommen eine 91er-Wertung. Wow. 91. Starkes Ding. Starkes Ding. Dann kommt auch direkt ein kostenloses Update hinterher. Dann wird sich das gelohnt haben. Dann werden wir auch ganz bald hier rausgehen aus den negativen Zahlen. Unfassbar. Wer hätte damit gerechnet? Also ich nicht. Wird natürlich eine Demo veröffentlicht. Nicht bei dir. Eine Demo wird hinterhergehauen. Natürlich auf eins der wöchentlichen Charts, ist doch ganz klar.
Und den Programmierer, den schnapp ich dir weg. Er sei dir gegönnt. Ja, die Demo ist gut reingehauen. Und jetzt kommt auch noch ein Add-on hinterher. Das ist das, was die Leute sehen wollen. Surf and Turf 3. Jetzt wird geschallert. Weil es einfach so ein wunderschönes Wort ist. Besseren Kopierschutz würde ich mir, glaube ich, gönnen wollen. Sonst verteilen die das wieder auf dem Schulhof. Gameplay war ein bisschen problematisch. Dann wird jetzt hier das Add-on erstellt. Können wir ein bisschen Spezialmarketing machen? Nee, noch nicht. Na komm, verkaufen wir. Okay. Neue Forschungen sind wieder verfügbar. Täglich-Nacht-Zyklus. Unter anderem. Bitte was? Der Tag- und Nachtzyklus, aka täglich. Ist das ein neues Spiel oder was? Surf and Turf 3. Auf der 1, ich auf der 3 und auf der 4. Also das lohnt sich doch. Keine neuen Aufträge mehr. Eine absolute Flaute. Und flautig sieht es auch leider aus auf meinem Kontostand. Spezialmarketing, Beta veröffentlichen. Wow, 94% der Zielgruppe spielen regelmäßig an Spielautomaten. Mhm, deswegen. Da gehe ich aber sofort ran. Das werde ich wahrscheinlich auch tun. Wäre dumm, wenn wir es nicht machen. Dann macht er mir natürlich nach. Ja, genau. Wäre dumm, wenn wir nicht da reingehen. Und ich habe auch noch Platz hier, also von daher passt das. Ich denke, wir probieren es mal mit zweien. Bücherregal, was braucht man nicht sonst in der Werkstatt, außer ein Bücherregal? Ein Radio braucht man auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, klar. Also andernfalls fühle ich mich, glaube ich, in keiner Werkstatt wohl, wenn da kein Radio läuft mit schön WDR 4. Oh Mann, jetzt kommt aber einiges rein. Auch ein neuer Konkurrent ist auf den Markt getreten. Ich wusste gar nicht, dass auch neue Publisher und so dazukommen. Ja, die kommen mit der Zeit. Ist ja historisch hier alles, tatsächlich. Finde ich gut. Und entsprechend kommen die Leute hier natürlich auch ran. Wir hauen jetzt mal Surf and Turf auf den Markt. Also das Add-on. Das Add-on bekommt eine Wertung von 91. 91. Stark. Damit kann man leben. Wir machen ein Automatenspiel. Komm, wir machen ein Automatenspiel. Für die Plattform. Kannst du auch deine alten Spiele portieren? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das würde ich. Weil das wäre cool, wenn du deine eigenen Spiele anbieten kannst. Einfach Star Trek hier portieren. Auf den Spielautomat. Kann ich machen. Nice. Das sind ja 90er Spiele. Geil. Dann werden wir jetzt auch die Werkstatt erforschen. 94% der Zielgruppe ist halt dumm, wenn man es nicht macht. Das Dümmste der Welt wäre das. Wir brauchen. Müssen wir hier. Der Add-on läuft, sehr schön. Man muss auch neue. Moment, wo kann man die denn. Kann man das sortieren? Ich brauche ja jetzt ein Dev-Kit für die Dinger hier, ne? Für die Spieleautomaten. Oh, ich weiß leider nicht genau, wie das funktioniert. Aber wie geht das hier? Kann ich dir leider nicht sagen. Konsole. Hier ist ein Spielautomat. Arcade System 800. Den nehmen wir mal mit rein. Und produzieren dafür. Auch direkt. Alle Sprachen. Hier gibt es noch keinen Kopierschutz. Man mag es kaum glauben. Fanbriefe. Spielautomat kopieren. Ein besseres Leveldesign hätte man sich gewünscht. Wir holen uns schon mal ein paar Leute rein.
Level-Design. Wir gleich brauchen. Hier machen wir 8. Ups. Ach, Mist. Nochmal. Werkstatt ist gleich erforscht bei mir, das ist gut. Ah, ich kann es nur, okay, ich muss es mit der gleichen Dingens machen, mit den gleichen Einstellungen kann man supportieren, never mind. Wir portieren und 88 Hype hat es schon direkt. Wow. Direkt von Anfang an. Stark. Und wir können, hier kann man dann wieder fleißig verbessern. Mit den Sounds der Grafik und so. Boah, das ist schon cool. Eine Werkstatt, später können wir unsere eigenen Spiele auch publishen und so. Das ist super cool. Boah, super viele neue Gameplay-Features. Violin. So, jetzt muss ich meine Mitarbeiter mal umstellen. Und wir bauen die Werkstatt. Ich habe einen Sound Artist, der definitiv hier reingehört. Wie groß muss die Werkstatt sein? War nicht ganz so riesig tatsächlich. Ich habe sie verhältnismäßig groß, glaube ich, sogar gemacht. Aber sie muss nicht ganz so riesig sein. Ja, ich mache mal 4x4. Da kommt auch direkt der nächste große Messestand. Ja klar, wir müssen jetzt in die großen Messestände rein. Ich meine, wenn es jemand gibt hier in Deutschland, der bekannt ist und Bekanntheit erlangt hat, dann ist es hier die Code Blue Inc. und die Dailysoft AG. Wir holen auch direkt mal 2 Techniker an Start hier. Rosalia, viel Spaß. Rosalia ist ein schöner Name. Rosalia ist ein schöner Name, ja. Find ist, glaube ich, auch ein Pokémon. Ja, ist es. Hast du eigentlich Pokémon gespielt als Kind? Viel. Also, okay, mein erstes Pokémon war Pokémon Blatt Grün tatsächlich. Und ich habe so unendlich viele Stunden da rein investiert. Ich glaube, ich hatte 2000 Spielstunden. Wow. Mit meinen, keine Ahnung, wie viele Jahren. Und dann gab es diesen einen Tag. Diesen einen Tag, der mein Leben veränderte, in dem meine große Schwester, ich wollte das auch mal spielen. Oh, gesagt ja. hat, ich weiß, was das kommt. Spiel macht, startet. Und dann, es war ein trauriger Moment. Mir fließen die Tränen in die Augen. Und dann sagte sie, ich muss nur noch kurz speichern. Und ich sage, nein, nicht speichern. Sie speichert und mein kompletter Fortschritt war weg. Das ist bitter. Das ist sehr, sehr bitter. Also, ich muss gestehen, ich habe geweint. Weil ich war irgendwie 11 oder so. Und das tat weh. Fun Fact, sie hat genau das gleiche dann mit meinem zweiten Pokémon Smaragd Grün auch gemacht. Ich wollte das nur mal probieren und dann hat sie einfach alles. Okay, das ist danke, sehr, Schwester. Sehr bitter. Wie sieht's bei dir aus? Was ist dein Lieblings-Pokémon und was war deine erste Edition? Mein Lieblings-Pokémon? Boah, da fragst du mich jetzt was. Es gibt also eine Antwort. Also die, nee, nicht Pikachu. Nee, Shiggy. Ja, das ist tatsächlich einer, der, über die ich nachdenken würde. Warte, was muss ich denn kaufen für einen Spielautomaten? Arcade System. Arcade 800. Müsste das Richtige sein. Ja. So, also wir gehen jetzt natürlich hier auch in die Portierung rein erstmal. Können hier nicht mehr viel ändern, deswegen lassen wir es mal. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Alle geeigneten Features rein. Machst du nicht alle? Machst du nur die geeigneten? Eigentlich nur, also eigentlich mache ich alle, aber nur die geeigneten, wenn es knapp wird. Oh, neuer Konkurrent, Intergames.
Ich bin auch ein Inter in dem Spiel. Aber funktioniert doch noch ganz gut. Also ich erwarte, dass mein nächstes Spiel dann nicht so gut wird. Und ich wieder schön inten kann. Okay, jetzt werden die Bugs rausgefixt. Das ist schon ziemlich gut. Also ich habe jetzt auch einen zweiten legendären Game Designer. Also jetzt so langsam bin ich wirklich am Überlegen, ob ich einfach zweimal zwei Entwicklerstudios haben möchte. Bockstark von dir. Ich überlege ja nur. Du wärst auf jeden Fall schneller. Das stimmt schon, ja. Und ich könnte doppelt so viel produzieren. Denn ab und an sind ja auch meine Soundstudios und so, sind ja auch manchmal nicht tätig. Manchmal müssen die ja nichts mehr machen. Aber ich werde wahrscheinlich eher darauf gehen, selber zu publishen bei mir. Selber Publisher wäre? Wie macht man das denn? Produktion musst du erforschen. Ah, ja, klar. Stimmt, die Produktion. Das wird mein Fokus sein. Ich werde jetzt erstmal nicht mein Studio erweitern, sondern erstmal gucken, dass ich selber publische. Damit die Marge einfach größer wird. Verliert man auch eine Menge Geld sonst, ne? Mhm. Das stimmt. Die sind ja auch immer ganz gut dabei, würde ich sagen. Oh, das habe ich ja alles gar nicht gemacht. Verdammte. Das hätte ich vielleicht machen müssen hier noch. Na gut. Ich habe Arbeitgeber 1 freigeschaltet. Ich habe 20 Mitarbeiter. Sehr stark, sehr stark. Herzlichen Glückwunsch zu 20 Mitarbeitern. Danke, danke. Du hast es dir aber auch verdient. Dadurch bekomme ich plus 1% bei verkauften PC- und Konsolenspielen. Oh wow. By the way, entwickle ein Spiel, welches eine Gesamtwertung von mindestens 90% hat, gibt dir 1% verkaufte Handyspiele. 1983 bringen uns die Handyspiele durch eine Menge. Ja, vielleicht noch nicht so super viel. Auf jeden Fall. Ich habe ein gutes Spiel. Was kriege ich für einen Bonus? Aber wir kommen natürlich zunehmend dann auch in spannende Phasen rein, gerade so Richtung Neuzeit, wenn dann Free-to-Play-Titel kommen und so, MMOs. Kann ich mir auch sehr witzig vorstellen. Oh ja, oh ja. Es ist ja erst 1983. Ja, super früh noch. Wir haben noch einiges vor uns. Also Surf and Turf wird noch einen 20. Teil entwickeln. Ich glaube auch. Ich glaube nicht, dass ich so lange Surf and Turf machen werde. Klar, das wird immer weitergemacht. So, wir schließen die Entwicklung ab und sagen selbst vertreiben, weil wir das können. Ey, okay, hier sieht man es jetzt. Qualität der Komponenten, Top-Qualität, weil es ein Top-Spiel. Der Bildschirm wird auch eine Top-Qualität haben. Wir probieren es einfach. Das Ding kostet aber auch 1500 Euro. Oder Dollar oder was auch immer. 1500 ist Maximum. Ja, machen wir vielleicht so 1400, so doppelte Marge hier. Doppelte Marge? Ein Halsabschneider, der Code Blue. By the way, die Real Blue Engine wurde bei Monkey Kong benutzt. Und die hat mir wie viel eingebracht? Rate mal, wie viel es mir eingebracht hat. Wahrscheinlich richtig viel. Ja, wie viel ist deiner Meinung nach richtig viel? 300.000? Nee, 1,4 Millionen. Wow! Wow! 699, komm. Haben wir hier irgendwas durch Engine-Einnahmen? Ich habe gerade drei Sachen freigeschaltet. Und leider sind sie schon wieder weg. Aber wir gucken uns erst die Portierung an. Ein Hit! 86%. Beste Grafik, bestes Soundtrack und Spiel des Jahres. Glückwunsch. Was Code Blue kann, das kann. Täglich angespielt mit der Daily Soft AG schon lange. Habt ihr mich abgeschrieben? Wenn ja, dann seht ihr jetzt, womit ihr es zu tun habt. Wir sind auf der Überholspur. Doch wer wird die besseren Spielautomaten entwickeln? Das sehen wir in der nächsten Folge.